Willkommen zurück zu Deus Ex. Go away! Was? So schon wieder auf der Aufnahme? I can tell them you're a spy and they will kill you. Ich bin kein Spione, weil ich das hier aufnehme. I know the dragon head. Der Drachenkopf? Go away! Na gut. Guten Tag. My brother's name is Paul Denton. I heard that he was a frequent visitor to this compound. You know him? The Rumonos path is closed to Gwylos. Paul is no friend of the West. My name is Gordon Quick. I know your brother, but you are not him. They say you are loyal to Renatko. I was, before Paul showed up in New York. A day later, I was helping the NSF. You want me to take your word? You are in Hong Kong now, and we are businessmen. Die NSF Paul ist auch earned Westen. Our trust by working with us. I don't have time for games. No games. We would like another ally like Paul. The Triads are at war, thanks to a woman named Maggie Chow. A sword was stolen from the Red Arrow Triad. And Miss Chow started the war by blaming us, the Romanus Path. Why is one sword so important? It is an extraordinary sword called the Dragon's Tooth. Nanotechnology developed by the Red Arrows for Morida before he was murdered. We know that Chow is a liar, but we have no proof. I'll go speak to her, but first I need to find a man called Tracer Tong. I need his help. Mr. Tong deals with businessmen, not beggars or strangers who might be spies. Chow lives at 1313 Tonochi Road. Be observant. Find and examine that sword. It is the evidence we need. I'll help you against Miss Chow, but then I'll need to see Tong or I won't be your ally for more than about 12 hours. Okay. Tonochi Road. Wo ist sie denn? Tonochi Road, hier drüben. Aber wo bin ich? Wo bin ich denn? Wo kam ich denn raus? Ich glaube, ich kam hier raus. Hier kam ich, glaube ich, rein. Und das da ist der Markt und ich bin hier nach Osten raus. Muss also hier sein. Das heißt, ich muss jetzt hier einmal quer durch, über die Brücke und dann einfach ganz nach hinten. Durch die Tonochi Road. Und der kleine Junge meinte gerade, er kennt den Drachenkopf. Tonochi Road. Den Drachenkopf und das Schwert ist der Drachenzahn. Ich frage mich, ob es da einen Zusammenhang gibt. Wahrscheinlich schon. Links rum musste ich, ne? Nicht rechts rum. Ja. Bloß nicht verlaufen. Das passiert hier in Hongkong leider viel zu leicht. Holy moly. Kann ich da rüber? Also, die Antwort lautet natürlich ja mit der Tempobeschleunigung, aber wie kommt man denn darüber, wenn man die nicht so hoch hat wie ich? Na, hier natürlich. Haha. Das war ja einfach. Moment, aber einfach nur für den Effekt. Weil ich's kann. Hep. Not advisable for tourists to visit the canals at night. Ich bin kein Tourist, ich bin bewaffnet. Kanal. Ich will auch gar nicht in die Kanäle, ich will jetzt um Banshai-Distrikt. Wer ist das? Der rennt auf mich zu. You are an unfamiliar face on Tonochi Road. I'm here on business from Gordon Quick. You are here to speak to Miss Chow, perhaps. Half a block down on the left. Thank you. Cool. The woman is a snake. Believe nothing she says. The sky is blue. Soll ich jetzt glauben oder nicht? Block runter, links. Halber Block. Tonochi Road 1008. Wie schön, dass das in lateinischen Zahlen angeschrieben steht und nicht in Chinesisch wie alles andere hier. Mal schauen, ob ich davon irgendwas lesen kann. Das ist Shang, oben. Aber keine Ahnung. Mehr verstehe ich da jetzt auch nicht. Guten Tag. Welcome to Queen's Tower. Ich würde gerne wieder Königin sprechen. Also mit Tracy Fang.
You may use the residential directory computer, if you know how. Echt? Cool. Klar weiß ich wie. Hallo, ich kann hacken. Also, mit Computern umgehen, meine ich natürlich. Dumm. Bin ich angeschlagen? Nö. Hab ich Platz? Na, dann behalte ich mal lieber noch. Mal gucken, was das Sicherheitsterminal hier tut. Queen's Tower. Ich frage mich ja, ob die Maggot Chow hier die Queen ist. Ich glaube ja eigentlich nicht. Da heißt wahrscheinlich einfach nur so. Tür entriegeln und offen. Wer weiß, ob ich mir nicht hier irgendwann demnächst Feinde machen werde. Ich mach mal lieber die Kameras aus. Schaden kann's nix. Und außerdem... Ach so, Mist. Ich dachte, das wäre ein Kontoautomat. Maggie Chow. Wird sie jetzt empfangen? Benutzen Sie den privaten Aufzug zum Penthouse. Der private wird der hier sein. Mit dem Code. Ach nee, doch nicht. Wo führt der hin? Steht hier vielleicht irgendwo ein Code? Der Bewohnercode wurde auf Anfrage gelöscht. Wenn Sie Kauf oder Mietung einer Wohnung besichtigen, benutzen Sie den Code 3444. Okay. 3444. Ja. Der da ist da, ne? Achso, ja. Wunderbar. Hoch. Wow, ohne Tür. Ist das nicht gefährlich? Na, im Computerspiel wohl nicht. Geht's noch weiter hoch? Geht's noch weiter hoch? Nein. Irgendjemand läuft hier. Ich bin's nicht. Da. Guten Tag. You have 20 credits, Mister. Was kriege ich dafür? What for? I will be honest. It is crash. A big crash. I just need a little for the pain. Hey, you're this far into withdrawal. Maybe it's time you kick the habit. How can you? Why so cruel? It's for your own good. You awful man. I hope you die very soon. Da will man dir helfen? Nee, Entschuldigung, gib mir mal 20 Credits und du kriegst was Tolles dafür. Das hat die andere vorhin ziemlich gut vermiest. Darauf falle ich nicht nochmal rein. Was haben wir denn hier? Kissen? Und was zu futtern? Ja, wunderbar. Die schläft hier, oder wie? Klasse. Queen's Tower, Passwort Security. Ausweichcode für den Aufzug geändert. 1709. Und die Arbeit im Stock 3444. 1709. Ist das dann der Code für nach ganz unten? Holy moly, was ist das denn? Bin ich ja irgendwie angefixt. 75%. Moment. 75%. Und hier sind explodierende Fässer. Ich kann das sogar verschieben. Das eine. Bin ich da schneller mit Tempoerhöhung? Nein, leider nein. Das war, glaube ich, ja noch Kampfkraft. Umgebungsresistenz, Regeneration. Was habe ich da noch? Ballistischer Schutz. Ne, das bringt mir hier gerade alles nichts. Was ich hier bräuchte, wäre die Alternative zur Kampfkraft. Genau. Damit ich größere Teile in die Hand nehmen kann. Oder so. So. Wo habe ich viel Munition? Ich würde jetzt sagen Pistole. Ja, Pistole. Wie, das funktioniert nicht. 75%. So, einmal in Deckung gehen. Und... jetzt habe ich halt nur das Problem, dass... na, okay. Hier überall Giftgas rumlungert. Das wird sich aber gleich wieder verziehen. Ach, wunderbar. Aha, da sind Leute hinten dran. Geh doch raus aus dem Gift. Ja, da hin. Kann ich dich jetzt eigentlich ansprechen?
Ich meine, ich war es ja nicht, ne? Es war ja das Giftfass. Oder so. Was? Ich hab euch gar nicht abgeschossen. Ist die Tür jetzt wenigstens schwächer? Ja. Achso, das ist MD12, klar. Das sind natürlich meine Feinde. Die haben mich ja, entführt. Aber, achso, ja dann. Kann ich mir das Giftgas eigentlich auch sparen, ne? Wie gesagt, das Giftgas kann ich mir sparen. Ich kann die Tür direkt aufschießen. Ich brauche kein Kampfmesser. Warum findet man hier immer Kampfmesser? Leute, niemand braucht Kampfmesser. Das ist wahrscheinlich für die Tür. Was passiert, wenn ich da durchgehe? Alarm oder explodiert was? Alarm. Okay. Mir doch egal. Vielleicht das hier. Sag mal. Uiuiui. Regeneration, aber schnell. Und dann brauche ich ja noch drei Zellen. Was hast du dabei? Munition. Was hast du dabei? Nichts. Schrot? Hm? Gut, der Alarm ist auch schon wieder aus. Richtig, ich müsste meine Waffen nachladen. Das mache ich doch glatt mal. Da kommt auch schon der nächste Gegner. 7 Schuss in der Schrotflinte sollte reichen. Ne? Wenn man sich anschleicht an Leute, immer schön die Tetris-Melodie pfeifen. Dann schöpfen die keinen Verdacht und das geht alles gut. Genau, so macht man das. Oha. Kein Landressort? Nein. Hab ich die ausgeschaltet? Da hatte ich ja noch Glück. Heilung brauche ich nicht. 50 eine Waffenmodifikator. Da ist ja netterweise schon mal niedrig. Ist da oben vielleicht noch mehr? Genau? Ne, da ist nichts. Andererseits 50%. Mist. Was? Noch nicht mal die Waffe kommt da durch. Kommt der Knüppel da durch? Nee, ne? Ne. Hä? Ich komme da dran von hier? Na dann. Nee. Warum komme ich da dran? Ich finde das ja ein bisschen problematisch. Ganz ehrlich, die Munition da unten ist mir auch egal. Hier, Pistole natürlich. Ui, was ist das denn da drin? Das sieht so rot aus, da rechts. Ja, bin ich ja gespannt. Und ich glaube, eigentlich müsste ich ja tatsächlich Maggie Chow finden und nicht hier MJ12. Andererseits, wenn Maggie Chow die Böse ist, spricht ja eigentlich, ja. Es ist ja nicht so abwegig, dass sie mit MJ12 zusammenarbeitet, weil die ja schließlich auch die Bösen sind. Oha, wer ist das? I'm looking for Maggie Chow. You must be Mr. Denton. Miss Chow has been expecting you. Was? She is waiting in the living room. Please follow me. Woher wusstest du, dass ich komme? Und ich habe gerade die Übertragung abgebrochen. Mist, ich lade nochmal eben. Wo war das denn? Das müsste vor dem Gegner gewesen sein. Ja, genau. Dumm, die dumm, die dumm. So. Was auch immer das für ein Magazin sein soll. Ablegen. Wie war das? So, ne? Ja, ne? Na? Wo war's denn? Da. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gedacht ist. Ich glaube ja eigentlich nicht, aber wenn mich das Spiel das tun lässt, dann habe ich da auch kein schlechtes Gewissen bei, das auszunutzen. Und ich muss Zwergriesen im Übrigen recht geben. Es ist viel zu einfach, sich da reinzuhacken. Man braucht das Ganze nur auf Level 1 und kommt quasi überall rein. Hier, wo war's denn? Elektronik? Nee. Computer. Computer auf 1 für 1000 Punkte oder so. Man kann sich spontan überall reinhacken. Es dauert dann zwar ein bisschen länger, aber. Greetings, JC Denton. I have been observing you through this past.
fascinating device in your skull. Uh-huh. You have found the proof we needed. The dragon's tooth sword. There, inside the glass case. If you wish to be my ally, you will retrieve the sword and await my instructions. Okay. Ich habe halt leider nicht so viel Platz im Inventar gerade. Andererseits brauche ich den da gerade nicht. Einen Nahkampfwaffe hätte ich schon gerne. Die Medikits eigentlich auch. Die da eigentlich auch. Ich glaube, auf die Lärm kann ich verzichten. Ich habe schließlich einen Raketenwerfer. Mal schauen, wie groß das ist. Erstmal speichere ich. Und dann hacke ich mich in den Computer rein. Vielleicht steht da ja das... ich habe gerade gesehen, man braucht eine Zahlenkombination, um das Schwert rauszuholen. Ich könnte es auch mit Multitools versuchen, aber... Die spare ich mir... Haha, siehst du mal. Das geht auch viel einfacher so. Brada. Moment, was? JC Denton. Ein Verräter aus den Vereinigten Staaten. Das ist JC Denton. Siehst du? 7 Tools. Habe ich mir jetzt gespart. Und was ist das da unten eigentlich? Gut. Now take the sword to Max Jin at the Lucky Money Club. If you can make peace among the Triads, then perhaps I can help you in your difficulties. Na dann. Die MP-Granaten brauche ich auch nicht unbedingt. Reichen denn 3 Felder schon aus? Nein, ich brauche 4 Felder. Man, nö. Was ist denn besser, das Sturmgewehr oder die Schrotflinte? Ich glaube, die Schrotflinte ist besser. Die Schrotflinte ist besser, jawohl. Holy shit. 4. Und nein, du kommst nicht darunter. Hier einmal aufräumen. Okay. Und dann kann ich ja wieder ein bisschen von dem Zeug hier mitnehmen. Die Lamm, den Schutzanzug. Und habe ich sogar noch ein Feld frei für meine EMP-Granaten. Liegt da jetzt noch irgendwas drunter? Ich weiß es gerade nicht. Nein, liegt nichts mehr drunter. Also hätte ich gerne den Raketenwerfer wieder. Ja, das ist doch okay. Speichern. Was gibt's denn hier Schönes? Ms. Paul! Nein, reassigning you temporarily. Put the long-term agenda on hold until Versa Life is in its deadline. It will be months and probably years before the Red Arrow can influence Beijing, whereas, well, I'm sure you heard about my appointment. We are in position to make a grab for Washington. We can't let this one slip through our fingers. Make sure the process stays on schedule. Okay, die wollen also wohl Peking übernehmen, kriegen es aber noch nicht in der nächsten Zeit hin. Aber an Washington sind sie dran. Ist das nicht der Typ, der FEMA übernommen hat? Aufnahme endet. Na dann. Sah jetzt gerade nicht so verwertbar aus. Dann gibt's da hinten noch diese Dame. Ah, hier wäre ich auch direkt von der Treppe hingekommen. Das da ist der Schalter, genau. Das ist die Dame, die mich zu Maggie Chow bringt. Aber es gibt doch hier noch den Aufzug. Wie war der Code für nach unten? 1709. Zumindest interpretiere ich das so, dass ich mit dem 1709 nach unten komme. Genau, jetzt nach unten. Geht das? Ja? Ah, geht das sogar? Nö, ne? Geht nicht. Okay. Bringt der mich vielleicht nach unten? So, 17. Nein. 1709. Was? 1709. 1790. 1790. Nö, okay. Dann habe ich da wohl was verwechselt. Vielleicht ist ja auch der Code für was anderes. Geht der nach unten? Nein. Okay, vielleicht gibt es ja gar keinen unten hier. Kann ja auch sein. Ja, jetzt. Aha. Da war gerade eine Tür. Und die Dame von eben. Ach, genau, die ist hier. I'm looking for Maggie Chow. You must be Mr. Denton.
Miss Chow has been expecting you. She is waiting in the living room. Please follow me. Ja, wie man merkt, hat sie mich erwartet. Was nicht weiter verwunderlich ist, wenn sie mit Walton Simons zusammenarbeitet. Die Papierlaterne ist der Schalter für die Tür. Interessant. Kissen? Brauche ich nicht. Blumen? Brauche ich nicht. Der Aufzug ist hier, genau. Was haben wir denn hier noch alles? Jesse kann Klavier spielen. Nicht übel, was der Junge alles kann. Ja, ich speichere mal. Sicher ist sicher. Ich speichere hier mal richtig. Maggie Chow, wo bist du? Da ist sie nicht. Ist das eine Falle? Ein Hinterhalt? Könnte es sein, ne? Oben, können sie außen rum stehen? Ich gucke mich erstmal oben um, ob da vielleicht irgendwelche Leute sind, die mir was Böses wollen. I will accompany you. Ja, komm ruhig mit. Du bist ja, glaube ich, nicht bewaffnet, oder? Oder warte mal. Kann ich dich von hinten mit dem Baton? Nee, na gut, egal. The floor coverings were made by hand in Tibet. Ja, nicht ganz bündig, wie man sieht. Ein Schalter nach rechts und ein Schalter nach links. Haha. Get away from there. Wer sagt das? Okay, hier geht's weiter. Dummdidum, danke für die Credits. Hier ist wohl das Schlafzimmer von der Dame. Und was liest sie? Sie liest Der wahre Weg. Von Kishiro Yoshitaka. Let me accompany you to the door. Ja, dann begleite mich doch. Das hier ist das Badezimmer. Warte mal. Ich brauch mal kurz Privatsphäre. Let me accompany you to the door. Ich würde doch nur kurz alleine sein, um aufs Töpfchen zu gehen. Jetzt guckt die mir halt so, wie ich auf dem Klo sitze. Das ist doch echt unglaublich. So frech. Let me accompany you to the door. Hihi. Ich treibe die Wasserrechnung hoch. Und jetzt sperre ich dich nochmal ein. Und weil es so schön war, auch hier. Ich mag dich nicht. Where are you going? Jetzt schnell zu. Nein! Sie hat's gesehen. Sie hat mich gesehen. Ich frag mich ja, wenn ich es geschafft hätte, jetzt die Tür. Don't make me call the police. 18. Juli ist ihr Geburtstag, okay. Passwort ändern. Ich denke, sie hat endlich zugesucht, mit dem Passwort Typhoon zurückverfolgt werden müssen. Okay. Typhoon von Linieo. Ein Buch über die Triaden und Aufstand über Revolution oder so. Diese Wandteppiche sind schon verdächtig. You have no respect for our privacy. What are you doing? Warum greift ihr mich an? Du wolltest mich zu Maggie Chow bringen, stattdessen bist du mir hinterhergelaufen. Mensch. Okay, vielleicht soll ich jetzt besser nicht speichern, nachdem ich die Dienerin umgelegt habe. Aber hier MJ12 net, ne? Sieht man hier wunderbar. Kamera aus. Sehr gut. Aus, entriegelt, offen. Wunderbar. Irgendjemand läuft hier rum. Ist das unten? Keine Ahnung. Nein. Die da will ich. Genau. Und jetzt warte ich auf Maggie Chow. Sollte die nicht irgendwie hierher kommen oder so? Oder klappt das nur, wenn ich vorher nicht die Dienerin umlege? Wo ist denn Maggie Chow jetzt? Sag mal, da muss ich mal nochmal laden. Jetzt ist sie da, genau. Na dann, komm ich einfach mal her. I will accompany you. Ich bin doch schon da. Ja. The floor coverings were made by hand in Tibet. Ja. Take a look around. Ja. We have many prized Buddhas you will observe. Take a look around. Okay. Ach, jetzt bleibst du stehen, oder? Nee.
The floor coverings were made by hand in Tibet. Wo ist denn jetzt diese Maggie Chow? Die soll doch hier sein, oder? I will accompany you. So. Sie ist nicht tot. Sie ist nur bewusstlos. Dann hätte ich gerne diese Infos. Und würde gerne hier nochmal die letzte Kamera ausschalten. Ich meine, damals, die haben ja gerade nichts getan. Warum hätte ich die umbringen sollen? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, sie will mich verarschen. Und das muss ich doch irgendwie bestrafen. Sie will mich verarschen in dem Sinne, als sie ja gesagt hat, Maggie Chow erwartet mich. Und sie bringt mich zu ihr. Aber, naja, sie ist halt nicht da, die Maggie, ne? Und auf dem Klo ist sie auch nicht. Wie wir gerade gesehen haben. Ne, da ist niemand. Moment, was höre ich da? Kamera. Wahrscheinlich hinter der Wand. Ne, hier ist niemand. Das nehme ich gerne mit. Da ist auch nichts mehr. Kissen auf dem Bett. So. Hier. Zack. Aha. Aber da oben geht's nicht raus. Da gibt's keine Treppe. Ist das Maggie Chow? Ich glaube ja nicht. Aber wo kommt die her? Die Katze. Die muss doch irgendwie hierher gekommen sein. Ah, da ist noch eine Tür. Was haben wir hier? Meisung, wenn du das Zeit hast, sollst du den Aufstieg und Typhoon lesen, die Lieblingsbücher. Wenn du sie ausleihen möchtest, in meinem Arbeitszimmer. Sind die Laternen hier wieder Schalter? Oder vielleicht draußen? Nein. Leider nein. Auch hier ist... Was? Noch ein Badezimmer oder sowas? Oder ein Schminkzimmer oder so? Irgendwie? Geht's hier auch? Ach, das sind wohl die Räume der, genau, der Mai Sung. Okay. Naja, da links wird nichts sein. Wo ist jetzt die Maggie? Da hinten? Nee, ne? Das ist nur die Zimmerpflanze. Da ist auch keine Tür an der Wand. Der Spiegel wird es wohl auch nicht sein, oder? Ne, da ist nix. Ah, eine Lampe. Da links war ich drin. Ist das vielleicht noch eine Tür oder so? Oder das da? Nee. Vielleicht am Boden irgendwo eine Falltür oder so? Auch nicht? Nicht heben, setzen. Ja, aber wo ist die Maggie Chow? Warum ist die nicht hier? Komisch. Komme ich hier eigentlich wieder raus, ohne Alarm auszulösen? Ich glaube ja nicht. Ich mich verletzt? Nein. Da habe ich alles genau. Okay. Es gibt ja auch noch die Treppe weiter nach oben. Ja, ist doch nur Alarm. Aha. Aha. Die Dame scheint wohl schon ausgeflogen zu sein. Nach unten bitte. Wobei... Nee. Komm erstmal hoch. Komm erstmal ganz hoch. So, ist gut. Dann hätte ich gern dieses Multitool. Dieses hier. Sonst liegt hier nämlich nichts rum. Und dann würde ich jetzt gerne runterfahren. Weil hier war doch gerade...
Codetafel. Zwei Tools. Wo war das denn gerade? In welchem Aufzug war da denn gerade die Tür? Ach, ist egal. Hier gibt es ja Schächte zum Runterklettern. Ist ja praktisch. Was ist das? Ein Grafikfehler. Da bin ich wieder draußen auf der Straße. Der ist zum Glück freundlich. Gott, Hongkong ist so riesig und so verwinkelt. Ich mag's. Das ist sozusagen der Hintereingang. Oder Hinterausgang. Aber ich wüsste jetzt gerne noch, was dieses Codepad da tut. Ups. So. Und vor allem gab es ja da diese eine Tür zwischen den Stockwerken. Die müsste hier drüben sein. Der Aufzug ist jetzt über mir, ne? Beide sogar, das ist gefährlich. Aber nee, warte mal. Stehen die jetzt nicht gerade? Wo war denn die Tür? War die hier drüben oder war die da? Ich weiß es nicht. Ich hacke einfach mal die Codetafel. Oder ist das hier die 1709? Haha, Tatsache. Aber das bringt mich gerade auch nicht weiter. Ich bleib mal hier stehen. Ob hier die Tür kommt? Nein. Komisch. Die war doch hier irgendwo. War sie vielleicht hier drüben? Nö, auch nicht. Ich bin doch jetzt nicht blöd, oder? Da war doch was. Na gut, dann gehe ich eben hier runter. Nee, da war ja nichts, ne? Genau, da war nichts. Schade. Schade, schade, schade. Ich hätte gedacht, dass es hier noch irgendwas Tolles zu entdecken gibt. Aber gut, Maggie Chow ist nicht da, es gibt nichts mehr zu entdecken. Scheinbar. Wahrscheinlich habe ich irgendwas übersehen. Genau, dann schaue ich mich jetzt nochmal hier kurz um. This is a dead end. I advise you to turn back toward the market. Boah, totes Ende. Nehme ich dir spontan ab. Alles klar. Gut, dann hätte ich diese Straße zu Ende erforscht. Und mit dieser rothaarigen Dame und dem Gang da drüben geht's dann beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.